Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir einen Gast, den Volker Heidelbach hier, und man hat mir berichtet, ich war selbst nicht dabei, dass er davon gesprochen hat, dass wir nicht dazu berufen sind, die Welt zu verändern, aber verändert zu werden und dadurch einen Einfluss auf unsere Umgebung zu haben. Ich glaube, das ist sogar ein Zitat von Karl Friedrich von Weizsäcker, der auch ein überzeugter Christ war und Wissenschaftler, sehr spannender Mann. Und ich habe darüber viel nachdenken müssen, weil ich denke, ja, das stimmt. Wenn ich die Botschaft der Bibel anschaue, dann ermutigt sie, vor allem das Neue Testament, es ermutigt sie uns, in dem Umfeld, wo wir sind, zu agieren, die Obrigkeit zu achten, für sie zu beten, aber nicht unbedingt sie umzustürzen oder mit unseren Kommentaren zu beurteilen, sondern vor allem, dass wir herausgefordert sind, das Wirken Christi in unserem Leben zuzulassen und dadurch verändert zu werden. Eigentlich geht es im Christsein um verändertes Leben, dass wir nicht bleiben, wer wir sind. Ihr kennt es ja, ne, wenn man sich so grüßt. Du hast dich ja gar nicht verändert. Oh nein, wirklich, das wäre schlecht. Also äußerlich stimmt es sowieso nicht, ne? Aber auch innerlich ist das unser Gebet, dass Christus mehr und mehr in uns Gestalt gewinnt, wie Paulus es mal im Galater formuliert. Dass der Christus in uns wächst, zunehmend sichtbarer wird. Und wenn der Christus in uns wächst, dann kann es nicht unbemerkt bleiben und dann kann es auch nicht ohne Konsequenzen bleiben, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und hier habe ich heute eine Stelle aus dem Kolosser mitgebracht, tatsächlich eine etwas längere, ist auch Lehrgottesdienst heute. Müsst euch anschnallen, denn es ist ein Text mit einer großen Fülle an Gedanken, die Paulus hier weitergibt. Der Kolosserbrief war ja einer seiner Gefangenenbriefe aus der Gefangenschaft, wahrscheinlich aus Rom heraus geschrieben, neben Epheser, Philippa und dem Philemonbrief. Darauf könnt ihr euch freuen. Der Philemon kommt im Oktober dran, da werde ich drüber predigen. Auch ein sehr spannender Brief. Interessant ist, dass die Gemeinde in Kolossee nicht von Paulus selbst gegründet worden war. Also er kennt sie nicht selber, so wie die Philipper zum Beispiel, die ihnen besonders am Herzen waren, von denen er sagt, ihr seid mir meine Weggefährten, und es waren die einzigen, die ihn auch finanziell mit Gaben unterstützt haben. Die Kolosser kannte er gar nicht. Und man geht davon aus, dass die Gemeinde von einem seiner Mitarbeiter Epaphras gegründet worden ist und sich in Philemons Haus getroffen hat. Also es war jetzt nicht einfach nur eine Hausgemeinde, so wie wir uns das vorstellen. Ihr denkt an euer Wohnzimmer. Naja, manche von euch haben große Wohnzimmer, da kann man schon ganz ordentlich Leute versammeln. Aber die meisten von uns wohl eher überschaubare. Ne? Da passt ein Hauskreis oder Hauseck. Meistens sitzt man am Tisch irgendwie, so ein richtiger Kreis ist das ja in der Regel nicht. Also stellt euch das nicht so vor, denn die damaligen Häuser, und Philemon war ein wohlhabender Mann, er hatte mehrere Sklaven, Angestellte sozusagen, das kommt im Philemonbrief raus, und hatte dementsprechend Platz. Da wohnten, also so im Haushalt konnten 20 bis 40 Leute gehören. Da brauchst du Platz, ne? Das ist dann schon eher ein Anwesen und nicht mehr nur ein Haus. Also es versammelte sich eine stattliche Gemeinde dort und denen schreibt er, ihnen ist es wichtig, ihnen zu schreiben, obwohl Kolossee selbst eine recht kleine Stadt war, war die Stadt aber in einer Umgebung, wo es viele Städte gab, wahrscheinlich auch viele Gemeinden. Und deswegen vermutet man, dass Paulus an die Streuwirkung geglaubt hat, dass wenn er sozusagen was in Kolossee sät, dass das nicht nur dort aufgeht, sondern weiter verbreitet wird. Der ganzen Gegend. Übrigens Kolossee liegt so ziemlich mittig in der heutigen Türkei. Früher nannte man das Kleinasien. Das ist Kapitel 3 vom Kolosserbrief. Ich lese mal scheibchenweise die Stelle vor. In 3 Portionen gehen wir die uns anschauen. Kolosser 3, die ersten 4 Verse. Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so sucht das, was droben ist, dort, wo Christus weilt, indem er zur Rechten Gottes thront. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen.
Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also eine typische theologische Stelle, ne? So ganz viele Begriffe, die man irgendwie erklären muss. Auferstehung, mit ihm verborgen, Herrlichkeit, was da alles so drinsteht. Im Kern erinnert er uns an die Taufe, die wir erlebt haben. Denn in diesem Akt der Taufe, ich erinnere mich noch an deine Taufe, nicht so lange her, ne? Wo wir hier waren miteinander. Ihr erinnert euch sicherlich auch noch an eure Taufe. Ich kann mich bis heute dran erinnern, obwohl das wirklich jetzt 40 Jahre her ist. Oje, so alt bin ich schon. Ich erinnere mich noch daran, sehr, sehr genau. Und das ist übrigens einer dieser wichtigen Elemente, warum Taufe so wichtig ist, dass das ein beständiger Bezugspunkt in unserem Glauben sein kann. Ich habe mich bewusst entschieden und ich war nicht alleine. Die Gemeinde hat dazu Amen gesagt. Das ist es, was hier ausgedrückt wird. Wir werden ja in der Taufe mit Christus ins Grab gelegt. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind in ihm verborgen. Das Wort, das er hier verwendet, erinnert daran, dass Christus ja 3 Tage im Tod verborgen war und diesen Tod, den Christus für uns stellvertretend auf sich genommen hat, sind wir mit eingebunden. Aber wir stehen auch wieder auf. Natürlich ist die Taufe eine Symbolik. Wir lassen niemanden 3 Tage unter Wasser. Das würde nicht gut ausgehen. Und dennoch ist es weit mehr als nur eine Symbolik. Für euch, die ihr euch habt noch nicht taufen lassen. Es ist auch nicht einfach nur das Bekenntnis unseres Glaubens, sondern es ist ein geistlicher Akt, der das sozusagen freischaltet, was Christus für uns getan hat. Es ist der Glaube, aber genauso gehört diese Taufe mit dazu, die das deutlich macht. Und manchmal muss man das wirklich, beim Freischalten, da denke ich dran, wir haben, meine Frau und ich haben uns bei Carsharing angemeldet. Also nicht hier in Frankfurt, sondern in Karlsruhe, weil wir aktuell kein Auto mehr haben. Und das kann man also, ne, man leiht sich Autos aus. Dann habe ich von denen eine Karte zugeschickt. Jeder von uns hat eine Karte zugeschickt bekommen, womit man dann wundersamerweise die Autos öffnen kann. Ich weiß nicht, macht so jemand was? Ne? Da legst du die einfach nur an die Windschutzscheibe und dann macht es klack und die Tür geht auf. Hammer. Sowas hätte ich eigentlich gern bei meinem Auto gehabt, aber naja. Das ließ sich am Schluss gar nicht mehr abschließen, das Auto. Von daher war das nicht mehr nötig. Diese Karte aber, die musste erst freigeschaltet werden, sonst war es einfach nur eine Plastikkarte, die nichts bringt. Ich musste sozusagen autorisiert werden von Carsharing, dass ich ihre Autos benutzen darf. Und so kann man das vergleichen an dieser Stelle, was Paulus sagt, durch die Taufe wird das freigeschaltet, was Christus für ein Werk an uns getan hat. Es wird aktiv für uns. Und er sagt, weil dem so ist, habt ihr eine andere Perspektive in eurem Leben. Sucht das, was droben ist. Man darf das jetzt nicht so sich vorstellen, ne? Der Himmel, wir gucken nach oben, da ist Christus und wir stellen uns ihn vor, wie er da auf Wolken reitet und mit ausgebreiteten Armen. Nee, es gibt zwar schöne Bilder darüber, ne? Christus Pankrator, Christus der Weltenherrscher, der mit ausgebreiteten Armen auf Wolken sitzt. Schöne Vorstellung, aber das ist nicht der Punkt. Wir dürfen uns das nicht leiblich vorstellen. Da oben ist nicht gemeint der Himmel oder das, was drüber ist, denn da sind ja endlose Weiten, das wissen wir ja seit Raumschiff Enterprise, der Weltraum, endlose Weiten. Ne? Sondern es ist diese spirituelle Dimension, die sich unterscheidet von dieser irdischen Dimension. Das ist, was hier ist, ne? Wo unsere Füße draufstehen. Aber Christus hat uns diesen geistlichen Bereich geöffnet. Wir dürfen darin agieren und wir haben es auch agiert. Wir haben schon darin agiert. Wir haben schon erlebt, wie Christus in unserem Leben gewirkt hat. Und deswegen, Christus ist unser Bezugspunkt in Bezug auf alles in unserem Leben. Nicht das, was man so macht. Ne? Kennt das Argument? Macht doch jeder. Nein, wir machen das, was Christus tut. Wir orientieren uns an dem, was Christus uns sagt. Das bedeutet, nach dem zu streben, was oben ist. Wir machen uns bewusst, er ist der wahre Regent. Er bestimmt am Ende. Die Tage habe ich mit jemandem gesprochen, der ist kein Christ,
ein Bekannter, der hatte ein paar Fragen, es ging darum, dann kam er so drauf, weil er gerade frisch geheiratet hat, schon zwei Kinder, aber frisch geheiratet, habe ich gratuliert und so. Naja, aber manchmal kann man schon Sorgen machen. Wie siehst denn du das? Das hatte ich eine Tür auf. Gelegenheit des Evangeliums zu sagen, ich sage, du, ich habe eine andere Perspektive darauf. Oh ja, ich finde das auch beunruhigend, was mit der Krieg in der Ukraine. Ich habe das auch genossen, dass wir lange Frieden hatten. Und ja, es gibt beängstigende Situationen hier in Deutschland, da muss man nicht mal das Land verlassen. Ja, ja, ja. Das ist aber, was hier ist. Aber wenn ich schaue, was oben ist, dann sehe ich, er hat alles in der Hand. Ich habe ihm davon gesprochen, sage, du, meine Perspektive ist anders. Ich habe Hoffnung, weil ich nicht auf das gucke, was hier ist. Sondern ich weiß, dass einer mich hält. Mit dem spreche ich ab und zu mal und jedes Mal sage ich, ja, ich muss mich damit mal beschäftigen. Ich habe ihm schon eine Bibel geschenkt, sage, ja, lies doch mal einfach. Lass dich mal berühren davon. Das ist unsere Hoffnung, dass wir eben nicht beschränkt sind auf das, was vor unserer Nase ist. Wenn wir Charismatiker wären, wäre das eine Gelegenheit, Amen zu sagen oder sowas. Halleluja, kann man auch nicht nur singen, sondern auch sagen. Das ist, was unser Leben reich macht. Und das ist, was Paulus die daran erinnert. Und wir werden mit ihm sichtbar werden, sagt er. Es ist eine ganz spannende Sache. Es gibt zwei Begriffe, die im Griechischen verwendet werden, des Offenbarwerdens. Eins kennt ihr, das heißt Apokalypse. Die Offenbarung Jesu Christi ist die Apokalypse. Da denken wir mal, irgendwie so ein Horrorfilm. Nee, Apokalypse heißt nichts anderes wie Offenbarwerden, Offenbarung. Während Apokalypse bedeutet, ich habe was entdeckt. Also dieses Buch ist ein Entdeckungsbuch, nicht ein Wimmelbuch, ein Entdeckungsbuch. Man wimmelt auch da ganz schön. Wir können Christus entdecken, ganz neu. Das ist, warum Johannes diese Vision aufgeschrieben hat, dass wir Christus entdecken als der alles in der Hand hält. Der das letzte Wort hat. Der Himmel hat das letzte Wort. Da droben nicht die bösen Mächte hier auf der Welt. Danke. Finde ich auch begeisternd. Jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, muss mich selber daran erinnern, nachdem ich Tagesschau geguckt habe. Versteht ihr? Das ist nicht das letzte Wort. Da gibt es mehr. Das geht darüber hinaus. Und hier heißt es, ein anderes Wort müsst ihr euch nicht merken, Phanero. Das heißt offenbar werden, nicht im Sinne von entdecken, sondern zur Schau stellen. Das ist interessant. Also wie jemand entdeckt irgendein Artefakt, im Boden gräbt es aus und dann kommt es ins Museum und wird da ausgestellt, sichtbar gemacht. Und er sagt, wir werden sichtbar gemacht mit Christus. Das heißt, etwas, was in uns ist, wird Christus sichtbar machen in uns und wir werden Christus sichtbar machen in dieser Welt. Wir sind sozusagen ein laufendes Museum. Also im Sinne von, wir zeigen der Welt etwas, was sie sonst nicht sehen kann. Also versteht das jetzt nicht im Sinne von Alter, ne? Weil da lauter alte Sachen drin sind, sondern im Sinne dessen, dass wir etwas rüberbringen, zeigen können, sichtbar machen, was die Welt sonst nicht sehen kann. Sie kann Christus nicht sehen, weil sie den geistigen Perspektive nicht hat, aber wir sind sozusagen dieses Zuschaustellen, das Display oder wie man das auch immer nennen möchte, für diese Welt. Deswegen sagt er, geht hin in alle Welt und lasst sie sehen, was Christus in deinem Leben tun kann. Lasst sie es sehen. Und wie Franz von Assisi ja mal sagte, wo immer ihr hinkommt, verkündigt das Evangelium. Und wenn es sein muss, verwendet Worte dafür. Wir machen es mehr andersrum, ne? Wir reden vielleicht zu viel. Vielleicht sollten wir mehr zeigen, was Christus in uns ist. Aber wie geht das? Und da kommt der nächste Abschnitt. Ab Vers 5 bis 11. So ertötet denn eure Glieder, die an der Welt haften, in denen Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, böse Begierde wohnen und die Habsucht, die nichts anderes als Götzendienst ist. Um dieser Sünden willen ergeht das Zorngericht Gottes über die Söhne des Ungehorsams. In diesen Sünden seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch in ihn lebtet. Jetzt aber legt auch ihr alles derartig ab. Zorn, Erbitterung, Bosheit, Schimpfwort und unanständiges Reden eures Mundes. Belügt euch nicht gegenseitig. Ihr habt ja doch den alten Menschen samt seinem ganzen Tun ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der zur Erkenntnis nach dem Bilde seines Schöpfers erneuert wird. Wo keine Rede mehr ist von Griechen und Juden,
von Beschnittenen, Unbeschnittenen, Barbaren, Sküten, Sklaven, Freien, sondern alles und in allen Christus. Es ist dann völlig egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du für einen Hintergrund hast. Es wird nur noch Christus zu sehen sein. Das ist die wahre Revolution dieser Welt. Christus hebt all diese Schranken auf, die die Welt aufbaut und wir immer wieder fleißig weiter dran bauen. Aber in Christus sind die alle aufgehoben. Es gibt keinen Unterschied mehr. Wäre wieder ein Halleluja wert. Aber ja, diese Stellen, die mögen wir nicht, sogenannte Sündenregister nennt man die, die wir hier haben. Und es ist spannend, er fängt an, dass wir Glieder töten sollen. Ich habe gedacht, Glieder, Gliedmaßen, Extremitäten, was soll man dann töten? Unzucht, das griechische Wort sagt euch auch was, da steht dahinter Porneia. Ne? Machen wir mal das Eher weg und O da hinten und dann wissen wir, was das heute heißt. Porneia, Unzucht, Unreinheit, da ist moralisches Unreinheit gemeint, unbändige Leidenschaften, abartige Begierden und die Habgier. Die ist interessant, Götzendienst, das sagt Paulus an anderer Stelle nochmal. Und erinnert uns auch an Jesus, der gesagt hat, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Und spannend ist, dass er den neben sich selbst, Christus dem Herrn, den Mammon, das Geld sieht. Achtet mal drauf, wenn ihr mit Menschen dieser Welt unterwegs seid, wie sehr sie angetrieben sind von dem Thema Geld. Noch mehr, noch mehr. Wie man im Schwäbischen sagt, er will drauf auf der große Haufe. Es ist nie genug. Es ist Götzendienst, das ist, was Gott sagt. Und er gibt uns auch eine Therapie dagegen, die nennt sich Geben. Großzügigkeit. Von ihm zu üben. Um dann zu entdecken, wir geben weg, um trotzdem genug zu haben. Also das mit dem Zehnten geben, ich habe ja eine kaufmännische Lehre, ich kann ein bisschen rechnen. Es ist jedes Mal so, dass ich 10% weniger habe hinterher, ne, wenn ich es gegeben habe. Und trotzdem habe ich immer mehr als genug. Bin ein gesegneter Mensch. Das kann man nicht nachrechnen, das ist himmlische Mathematik. Gib und dir wird gegeben werden. Das ist nicht logisch. Gib und du hast weniger. Das, was hier unten sagt, aber da oben rechnet man anders. Diese Dinge sollen getötet werden. Fünf Aspekte sind es. Das sind alle Sünden, die sich eigentlich gegen uns selber richten, gegen den eigenen Leib. So hat es Paulus im Korintherbrief formuliert. Diese sexuellen Sünden, diese Unreinheit, die richtet sich gegen uns selbst. Hat denn jemals jemand sein eigenes Fleisch gehasst? Lasst das. Lebt in moralischer und auch sexueller Reinheit. Das ist gar nicht so einfach, heutzutage noch zu sagen, wie, warten bis man heiratet, nee, oder? Das macht doch keiner. Aber ob man sich einen Gefallen tut, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass nach den Gesetzen Gottes zu leben, vor allem uns eins beschert. Haltet die Gebote, dass ihr lange lebt im Lande, das der Herr euch gibt. Es dient dazu, dass wir lange leben können, dass wir bleiben können und keine Abstürze haben und verursachen. Über all diese Dinge kommt ein Gericht Gottes drüber. Deswegen ist es unser Anliegen, diese Dinge abzulegen und sagen, wir wollen nicht mehr so agieren und handeln, wie die Welt es tut. Was für sie normal ist, heißt für uns noch lange nichts. Denn wir leben nach einer anderen Perspektive. Wir achten, was droben ist und nicht, was hier unten ist. Das sollen wir töten. Und dann kommt die nächste Fünfergruppe, das sollen wir ablegen. Da spricht Paulus eher von Haltungen, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerungen. Auch dieses Wort habt ihr schon mal gehört, Blasphemia steht da dahinter. Lästerungen, Blasphemie. Schändliches Reden. Das sind wohl eher Sünden, die gegen andere gehen, die sich auf andere richten. Die letztendlich darin ihre Wurzeln haben, ich bin richtig, ich weiß, was stimmt, ich habe Recht und alle anderen sind doof. Kennt ihr nicht, ihr solche Gedanken, ist mir schon klar. Aber lasst uns doch mal beobachten, wie das in dieser Welt zugeht. Hört euch mal an, wenn du im Gespräch bist mit Leuten in unterschiedlicher Stärke, hörst du eigentlich fast immer nur Selbstrechtfertigung. Sie konnten nie was dafür und alle anderen sind irgendwie schuld.
Also wer mit Christus lebt, wird damit nicht weit kommen. Der sagt nicht, wenn du ein Problem hast, guck aus dem Fenster und find den Schuldigen, sondern guck in den Spiegel. Lass uns da anfangen. Also immer wenn ich mich bei meinem Herrn da ausgekotzt habe, das mache ich ab und zu mal, mit sehr deutlichen Worten, das darf man übrigens, ne? Also wenn schändliches Reden, dann im Gebet. Nicht heilige, vergesst es mit heiligen Gebeten sprechen. Sagt, wie es ist, wie es in eurem Herz ist. Der Herr kennt unser Herz sowieso. Manchmal haue ich eine raus und sage, blöde, so, das und ey, und du, das und na. Und dann nach einer Weile fängt dann Gott so langsam an, zu meinem Herz zu reden. Ich sage, ja, alles schon richtig, aber wie sieht es denn da bei dir aus? Und was ist hier und was ist da und dort? Und auf einmal werde ich leiser, meine Gebete werden etwas ruhiger und auch so, dass man sie wieder aufnehmen kann und abspielen. Aber ich merke, dass Christus immer unseren Blick zurück auf uns lenkt, sagen, du bist nicht gerufen, die anderen zu verbessern, sondern ich will dich verändern. Wie wäre es, wenn wir da anfangen? Das ist sowieso die schwerste Aufgabe. Ne? Bei allen anderen ist es einfach, da sehen wir die Probleme sofort. Ne? Bei uns wird es schwieriger. Wir können ganz schön bockig dann sein und sagen, nee, das ist ja... Und deswegen erinnert euch an den Anfang dieser Erinnerung des Schreibers des Hebräerbriefs, der sagt, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Falls ihr nicht wisst, was das bedeutet, ne? Verstocken, bockig werden. Ich will aber nicht. Ja? Früher als Kind haben wir das genau so gemacht, heute zeigen wir das äußerlich nicht mehr, aber innerlich, nee, nicht mit mir. Bitteschön, sagt dann der Herr, kein Problem, ich komme wieder. Und er kann ganz schön hartnäckig sein. Er möchte, dass unsere Haltungen von dem geprägt sind, was seine Haltungen sind. Ihr seid mühselig und beladen, kommt zu mir. Ich gebe euch Frieden, ich gebe euch Ruhe. Lernt von mir und jetzt geht's los. Demut, Sanftmut, kommt gleich nochmal. Das ist, was Christus tun will. Das ist, was verändernde Wirkung hat, wenn wir anders werden. Wenn wir auf einmal mit Zorn und Wut umgehen können. Wenn wir nicht mehr boshaft sein müssen, wenn wir nicht mehr lästern über andere, sondern wenn wir was Schlechtes zu sagen haben, dann über uns selbst. Und das klären wir mit dem Herrn. Übrigens, ich habe mal natürlich ein bisschen studiert. Jetzt haben wir zwei Fünferlisten und ich habe rumgeguckt in Kommentaren. Keiner konnte erklären, warum das zwei Fünferlisten, was das soll. Ich habe so manchen gebetet und dann kam mir ein Gedanke, das ist jetzt, Klammer auf, nicht super theologisch, ne, und müsste man dann anstreichen, wenn es in einer Seminararbeit wäre. Aber was, wisst ihr, was mir eingefallen sind? Die 10 Plagen. Ich habe so das Gefühl, das sind unsere 10 Plagen, an die uns Paulus erinnert und sagt, die müssen wir loswerden. Die tun nichts Gutes. Die bringen nichts Gutes hervor. Lasst uns diese Plagen loswerden. Und was Gutes anhaben. Und das ist das Schöne an diesem Text. Und jetzt gehen wir in unsere letzte Runde. Dass er ja nicht da stehen bleibt, sagt, kämpft gegen das Schlechte. Ich glaube, wenn wir das versuchen, dann werden wir mehr oder weniger scheitern. Sondern tut was Neues, Gutes in euch aufbauen. Natürlich müssen wir die Sachen ausziehen. Vielleicht erinnert sich jemand, am Anfang des Jahres hat Renate Jetter darüber geprägt. Sie hat fleißig was angezogen. Sie hat wohl ganz bewusst im März das machen wollen und nicht im Sommer, wo es zu warm wird. Ne? All die Sachen angezogen und ausgezogen. Das ist ein Bild, das wir öfters haben in der Bibel. Und das auch hohen Symbolcharakter hat. Zum Beispiel Adam und Eva. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gelesen. Ne? Gott hat ihnen Kleider gemacht. Denen fiel ja nichts anderes ein, als Feigenblätter, ne? Vor sich zu halten. So kreativ wahnsinnig. Gott hat halt Kleidung erfunden. Also das Konzept Kleidung stammt auch von Gott, nur so nebenbei. Denn er hat ihnen Kleidung gemacht, dass sie sich anziehen konnten, ihre Blöße bedecken konnten, findet ihr in 1. Mose 3, 21. Oder in Sacharja, im Prophetenbuch, da geht es um den Hohepriester Josua, der mit dreckigen Kleidern in die Gegenwart Gottes kommt und Gott es anspricht und einen Engel befiehlt, dass er umgekleidet werden soll, um heilig zu sein. Es ist etwas, was von Gott herkommt, was er selber gar nicht tun kann. Und ich glaube,
wir laufen rum und denken, ist doch alles schön weiß, ne? Wenn man nah rankommt, wie vorhin, ne, Claudia kam gleich und schnippte mir irgendwie einen Brösel hier weg, habe ich nicht gesehen. Wenn der Jochen ohne Mutti unterwegs ist, dann muss halt die Gemeinde aushelfen. Also manchmal siehst du es ja selber nicht, aber je heller das Licht wird, desto eher merkst du, hoppla, da ist ja doch ein Fleck drauf. Ne? In so Schummerlicht fällt nichts auf. Aber wenn wir in das Licht Gottes kommen, wenn wir in seine Gegenwart kommen, dann werden die Dinge offenbar. Und das ist nicht schlimm. Gott möchte, dass die Dinge offenbar werden, dass er sie verändern kann. Er will uns verändern. Er ist nicht gegen uns, sondern will, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Oder denkt an den verlorenen Sohn, auch er bekommt neue Kleider. Gott sei Dank, ne? Der muss gestunken haben von den Schweinen. Oder Lukas 15, 22. Oder die Erretteten in der Offenbarung, 7, Vers 14, sie bekommen, ich weiß nicht, ihr Hausfrauen, ob ihr euch da schon mal drüber gewundert habt, ne? In Blut gewaschene Kleider, die weiß sind. Macht nicht so Sinn, gell? Aber da droben läuft alles anders. Selbst Waschmittel funktionieren anders. Da geht das. Ja, also was ich sagen möchte, oder was hier kommt, das ist ein Bild, das sich durch die Bibel hindurchzieht, dass Gott unsere alten Kleider auszieht und uns was Neues gibt. Ihr dürft nicht denken, dass Gott sich auf einmal verändert hat im Neuen Testament, er hat das schon immer gemacht. Er hat die Bedürftigkeit der Menschen gesehen. Er weiß, um wen es sich handelt. Er ist nicht überrascht über unsere Mängel und Schwächen, unsere Makel. Kennt er alles. Er weiß davon, aber er möchte ihm auch abhelfen, er möchte dir und mir abhelfen. Deswegen ziehen wir den alten Menschen aus, ziehen aber den neuen an, wie es hier heißt, und den neuen Menschen angezogen, der zur Erkenntnis nach dem Bilde seines Schöpfers erneuert wird. Auch hier eine Erinnerung daran, wir sind nach dem Bilde Gottes des Schöpfers geschaffen. Aber diese Bildhaftigkeit haben wir zerstört im Sündenfall. Aber er stellt sie wieder her und darüber hinaus, wir bekommen mehr, als wir verloren haben. Lass mich den Abschlusstext noch fertig lesen. Er wiederholt manches und gibt noch ein paar Aspekte, die uns hoffentlich Mut machen, dran zu bleiben an diesem Veränderungswerk. Vers 12. So zieht nun als von Gott auserwählt, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Gütigkeit, Achtung, Demut, Sanftmut und Geduld an. Ui. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand den anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr es. Zu allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen worden als ein Leib. Und er weist euch dankbar dafür. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit und singt Gott mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern voller Dankbarkeit in euren Herzen. Und alles, was ihr mit Worten oder Werken tun mögt, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, indem ihr eure Dankgebete durch seine Vermittlung vor Gott, den Vater, bringt. Erstens, wir haben einen neuen Stand. Habt ihr es am Anfang gehört, wer ihr seid? Ihr Auserwählten, ihr Heiligen, ihr Geliebten. Also morgen, wenn du aufstehst, zur Arbeit gehen willst oder was immer du tust und in den Spiegel guckst, sagst, guten Morgen, du Auserwählter. Auch wenn du nicht so aussiehst. Du Geliebter, du Heiliger. Das ist, was Gott über uns sagt, über dich sagt. Du bist geliebt. Vergiss das nicht. Du bist heilig, weil er uns geheiligt hat. Mach dir keine Sorgen, wenn du mal wieder stolperst und vielleicht auch auf die Schnauze fällst. Passiert. Mach dir keine Gedanken. In ihm sind wir geheiligt. Steh wieder auf, geh weiter. Du Auserwählter. Er hat mit uns auf den Finger gezeigt, du sollst in mein Team. Du wisst schon, ne? Wie früher, ne? In dem Sportunterricht, wo Teams gewählt wurden. Das war immer so brutal, vor allem wenn du der Letzte warst. Also gut, dann spiel halt mit. Ne? So. Ich weiß nicht, wie Gott es hinkriegt, aber er bringt es fertig, auf jeden von uns als Erstes zu zeigen. Wir sind alle als Erste ausgewählt. Es gibt keine Lieblingskinder bei Gott, sondern wir sind alle geliebte Christi. Zweitens, wir haben eine neue Kleidung. Und hier ist es interessant, es geht nicht einfach nur etwas
abzulegen, sondern etwas anzuziehen. Und ich glaube, dass das die weitaus bessere Taktik ist, sich darauf zu konzentrieren, in diesen Elementen zu leben. Immer wieder sie heranzusehen und sagen, Herr, wie siehst du mich in diesen Bereichen? Herzliches Erbarmen. Bin ich herzlich erbarmen? Güte, Demut, Sanftmut, Geduld. Hui, steht mit Absicht zum Schluss, sonst würden wir nicht weiterlesen wahrscheinlich. Wieder fünf. Aber diesmal reicht eine Fünferliste, weil diese fünf decken locker die anderen zehn ab. Lasst uns auf die konzentrieren. Lasst uns wachsen in Demut, in Sanftmut, in Güte, in Geduld, in herzlichem Erbarmen. Nicht aus eigener Kraft, sondern es ist der Heilige Geist, der das in uns wirkt. Und wir üben eine neue Haltung ein. Das möchte ich jetzt nur nennen. Ich möchte euch Mut machen, euch bitten, diesen Text diese Woche hin und wieder nochmal einfach zu lesen. Und einfach zu sagen, Herr, möchtest du irgendetwas mit dem Leuchtmarker für mich anmalen? Ist was jetzt dran? Ich glaube nicht, dass er alles auf einmal über uns drüber walzt, sondern dass er Dinge rauspickt und sagt, lass uns doch mal mit dem Thema Geduld anfangen. Oh nee, Herr, wirklich? Ja, lass uns das mal machen. Okay, also immer vorsichtig, wenn ihr okay sagt, dann wird das Trainingsprogramm abgespielt. Ne? Und dann kommen Dinge, wo du merkst, ich werde jetzt echt trainiert. Dann ist garantiert jede Ampel, an die du ranfährst, dann rot oder die schaltet gerade auf rot und hat komischerweise doppelt so lange dauert die, bis die grün wird. So Nummern zieht er dann ab. Er will uns trainieren, er will uns wachsen sehen und er macht das mit uns. Wir sind darin nicht alleine. Was ist die neue Haltung? Erstens Annahme und Vergebung. Das ist das große Thema des Neuen Testamentes. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Immer wieder kommt das. Das ist die Kernkompetenz eines Christen, zu vergeben. Kann man lernen. Das ist unsere Grundhaltung. Und wisst ihr, wo wir anfangen? Hier in der Gemeinde. Das reicht schon manchmal, gell? Die Leute, die hier sind. Die können einem schon manchmal gehörig auf den Fuß treten, aber das ist dazu da, dass wir uns in Vergebung üben, lernen einander zu vergeben. Zweitens die Liebe. Die Liebe Gottes leben. Agape, habt ihr schon gehört, bedeutet so viel wie von sich wegzusehen und auf andere zu denken. Der Friede Christi. Der Shalom Gottes. Übrigens ein spannendes Wort, das wir hier finden, hier heißt es, der Friede Christi regiere oder walte in euren Herzen. Das Wort, das hier verwendet wird, Achtung, ihr Fußballfans, stammt aus der Sportlersprache und heißt eigentlich Schiedsrichter. Na, die Referees, früher waren sie schwarz, jetzt haben sie alle möglichen Leibchen an. Der Friede Christi soll entscheiden, ob du links oder rechts gehst. Was für ein geniales Werkzeug. Wir suchen den Frieden Christi in unserem Leben. Dann sei dankbar. Dankbarkeit. Griechisch Eucharistus, für die mal katholischen Hintergrund hatten oder immer noch sind, da kommt die Eucharistie her. Heißt eigentlich Dankbarkeit im Griechischen. Das Wort Gottes in uns wohnen lassen, also nicht ab und zu nochmal lesen, nicht an die Wand hängen, sondern es soll sich zu Hause fühlen in uns. Lesen wir regelmäßig in der Bibel, lassen wir das Wort uns berühren, verändern. Sechstens, Lobpreis, und das bezeichne ich absichtlich so, Lobpreis als Korrektiv. Ich glaube, dass Lobpreis vor allem uns gut tut in unseren Emotionen. Wir sollten die Emotionen nicht abtun. Der Glaube ist nicht eine Vernunftssache, sondern wir als ganzer Mensch sind berücksichtigt. Und hier werden unsere Emotionen angesprochen. Ist ja so, manche Lieder aus der Jugend erinnert uns immer wieder an irgendwelche Situationen, irgendwelche Vibes kommen hoch. Ja, das war toll, Summer of 69 und so. Ne? Ist so, Musik kreiert Emotionen, berührt sie. Ich bin Musiker, ich liebe Musik, ich höre gern Musik, aber das ist ganz viel Musik von hier. Und Lobpreis ist Musik, das sich nach oben zieht. Loben zieht nach oben, habe ich früher mal gelernt. Danken schützt vor Wanken, genau. Und siebtens, und das ist spannend, die Unterordnung. Etwas, was wir immer als schwierigen Begriff verwenden, aber Unterordnung hat Jesus ganz klar gesagt, ist das Zeichen von Glaube.
Als der römische Hauptmann sagte, wenn du etwas sagst, dann wird das geschehen. Deswegen sprichst du nur ein Wort und ich werde empfangen. Er sagt, solch ein Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Weil er weiß, wir sind unter seiner Herrschaft. Und das möchte ich jeden Tag einüben. Herr, übe deine Herrschaft aus. Also, wir haben einen neuen Stand. Wir sind nicht Irgendwere, wir sind geliebte, auserwählte Heilige. Wir haben eine neue Kleidung, die wir anziehen können, wo wir uns dran üben können. Güte, Demut, Sanftmut, Geduld und herzliches Erbarmen. Und wir haben 7 Hinweise, die uns unterstützen dabei. Sozusagen Werkzeuge, die uns Gott gegeben hat, in die Hand gegeben hat. Annahme und Vergebung, Liebe, der Friede Christi, Dankbarkeit, das Wort Gottes, Lobpreis und sich immer wieder unter die Herrschaft Christi zu stellen, der Herr unseres Lebens ist. Und er wird uns führen, so haben wir vorhin auch gesungen, und uns ans Ziel bringen. Glaubt ihr das? Amen. Das können wir nochmal reflektieren. Alexander kommt mit seinem Team und haben nochmal 1, 2 Lobpreislieder und lasst das nochmal nachsinken. Und ich glaube nicht, dass ihr euch alles merken müsst, aber dass der Herr etwas für euch heute hat, das ihr mitnehmt und das in euch weiterwirkt.